So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir stehen hier vor McDonald's, aber was wirklich interessant ist, ist diese Tankstelle. Die wird nämlich gerade irgendwie abgerissen, beziehungsweise machen die da halt einen fetten Umbau. Das soll jetzt irgendwie nur so eine Säule hin, wo man dann einfach mit Karte bezahlt direkt, dass da keine Leute mehr arbeiten, dass man da nicht mehr rein kann, dass da einfach nur du hingehst und machst und dann gehst du wieder und fertig, damit das alles schneller geht und damit es Arbeitspersonal spart. Was hier aber ist, hier ist der McDonald's. Und ich bin heute hier am 1. Februar, weil letztens war ich in der App und da gab es so eine Umfrage mit: Wähle bitte deinen Favoriten von der Royal-Reihe. Royal TS, Royal, also Royal Hamburger TS, Royal Hamburger Cheese, also Käse, Royal Smoky irgendwas und dann irgendwas mit Royal Barbecue, keine Ahnung. Es gab also vier verschiedene zur Auswahl, wo ich mir dachte, zwei Stück davon kenne ich doch gar nicht. Jetzt soll ich bewerten, ob das mein Favorit ist. Als Belohnung kriegst du dann einen Gutschein sozusagen. Jetzt war Pupsi natürlich schlau. Die hat einfach diesen Smoky genommen und hat gesagt, das ist mein Favorit, den esse ich immer, den habe ich am liebsten. Jetzt hat sie einen Gutschein, dass sie den heute für statt 6 Euro für 3 Euro kaufen kann. Ich Idiot habe gedacht, ich kenne ja nur den TS und den Käse. Und der TS, der schmeckt irgendwie nach nichts, weil da nur wässriger Salat drauf ist. Beim Käse hast du zweimal Käse drauf, du hast Zwiebeln, du hast Gurken, das knallt voll rein. Ich habe also den Käse genommen, weil ich war ehrlich, der schmeckt mir am besten von den zweien, die ich kenne. Jetzt habe ich einen Gutschein für einen Cheese, Hamburger Royal Cheese bekommen. Der ist sogar günstiger als der andere. Heute gibt es aber alle vier. Und deswegen ist Pupsi gerade unterwegs. Ich passe gerade auf Jonas auf, wie man sieht, hier draußen, ne? Ganz geschickt. Und dann möchten wir mal die zwei neuen Burger probieren, die zwei neuen Burger testen. Dann kann ich euch genau nochmal auch sagen, was das ist. Die Royal-Reihe hat also Zuwachs bekommen. Es gibt also jetzt vier verschiedene Royal-Burger. Neben dem TS und dem Cheese gibt es jetzt noch zwei. Die zwei werden wir heute probieren. Mal gucken, wie die schmecken, ob die was taugen oder ob Cheese mein Favorit bleibt. Aber seht ihr, müsst nur lügen und sagen, der Barbecue ist der beste gewesen bisher, auch wenn es den noch gar nicht gab, dann kriegt ihr den einfach trotzdem günstiger, weil ihr lügt. McDonald's, ihr alten Nasen. So, das Essen ist jetzt angekommen, Pupsi ist wieder da. Das ist der ganz normale Käse, das sind die zwei neuen super Sondereditionen. Ihr seht, hier steht dann immer nur Hamburger Royal und dann ist entweder eingedrückt Smoky oder es ist eingedrückt Barbecue Bacon. Was ist denn, wenn ich das aber auch noch eindrückt? Ist es dann ein Barbecue Bacon Smoky Burger? Das ist ja richtig genial. Hier ist nichts eingedrückt, weil das hat klasse, da steht noch Royal Käse drauf. Jetzt stellen wir das mal dahin, machen das richtig klein, sodass wir euch erstmal nochmal trotzdem den Hamburger Royal Käse zeigen. Ja, jetzt fliegt die Tüte um, genial. Der hat eine freundlichere Verpackung, finde ich, weil der ist hier so orange. Die anderen, die sind halt einfach so richtig braun und abgeranzt. Wenn wir den aufmachen, habe ich ja schon gesagt, bei dem TS, da ist ja hier eher dann Salat drauf, ne? Du hast eine Scheibe Käse trotzdem, aber das schmeckt halt irgendwie nach nichts, es kommt gar nicht richtig durch. Bei dem feiere ich, dass da Zwiebelstückchen drauf sind, Zwiebelstückchen und Gurke. Manchmal ist da zu viel Ketchup drauf, aber die Gurke und die Zwiebeln, die machen so einen leicht scharfen, leicht säuerlichen Geschmack, was Bissiges, was rauskommt zusätzlich zu dem Fleisch. Und ich feiere das oben und unten eine Scheibe Käse drauf ist. Also der schmeckt richtig genial. Hamburger Royal Käse. Besser als TS, meiner Meinung nach. Wenn ihr sagt, TS ist besser, dann schreibt mal rein, warum, was euch daran gefällt. Jetzt kommen wir aber mal zum Hamburger Royal Barbecue Bacon. Dürfte jetzt ja nicht so besonders sein, weil Bacon ist ja auf vielen anderen Burgern auch schon drauf. Der Big Bacon, der was weiß ich für Bacon hin und her. Barbecue, da denke ich eher an wie McRib vielleicht so ein bisschen. McRib und Bacon und alles zusammen. Jetzt haben wir den also hier. Wenn wir das abnehmen, haben wir auch Gürkchen drauf. Wir haben auch Zwiebeln drauf. Wir haben auch Käse drauf. Aber wir haben noch Bacon, das heißt, es ist ein Royal Käse mit zusätzlichem Bacon oder hat er jetzt auch eine andere Soße? Da ist sogar eine zweite Scheibe Käse unten mit drin. Also, der hat alles,
was der gute Burger hat, plus zusätzlich eben noch Baconstreifen. Mal gucken, ob die Soße anders ist. Also ja, es scheint doch einfach eine komplett andere Soße zu sein. Ich habe direkt auch jetzt einen sehr süßlichen Geschmack im Mund, während ich ja bei dem Royal Käse eher diesen leicht säuerlichen Geschmack habe. Durch die Gurken, durch die Zwiebeln, dieses leicht scharfe, ist es hier irgendwie süßlich. Schmeckt gerade wie ein Bäcker-Croissant. Ich habe keine Ahnung warum. Der Bacon ist okay, passt irgendwie dazu, aber mich stört der süße Geschmack dann. Ich bin ja jetzt kein Fan vom Big Tasty Bacon oder so Zeug. Normal mag ich Bacon nicht so. Auf den Burgern finde ich nicht so toll, lasse ich immer weg, kostet nur extra und was saut den Geschmack. Hier finde ich, ist der Bacon aber in Ordnung. Hier kannst du den wirklich drauf essen. Aber das Süßliche, ob das jetzt von der Soße ist, von der Barbecue-Soße oder woher auch immer, keine Ahnung. Aber hier passt der Bacon, weil der ist trotzdem nicht zu übertrieben. Und der restliche Geschmack nimmt den Bacon gut mit auf eine Reise. Und zwar, kommen wir jetzt zum Smoky von den Smoky Mountains. Und da denke ich mir, ist einfach nur auch eine andere Soße drauf. Machen den auf. Gucken hier rein. Ich sehe schon wieder, unten ist Käse. Oben ist Käse. Oh mein Gott, du nimmst den jetzt hier ab. Was ist das? Was ist da alles drauf, bitteschön? Hier hast du auch Gürkchen drauf. Hier hast du Undefinierbares, sieht aus wie Kartoffelchips. Dann hast du da aber auch Bacon drauf. Also das ist wieder Barbecue Bacon. Nur zusätzlich nochmal mit irgendwie Kartoffelchips, vielleicht sollen das Röstzwiebeln sein, ich habe keine Ahnung. Und hier einer richtig cremigen, komischen Soße noch. Da ist gefühlt jetzt am meisten drauf. Der ist wohl am frampfigsten, der ist bestimmt auch am teuersten einfach. So, wir beißen jetzt da noch rein. Bin ich mal gespannt. Wir nehmen wieder so eine Seite, wo viel Bacon ist. Und so für das Thumbnail für euch. Ich glaube, ich muss sagen, der schmeckt mir auf jeden Fall besser als der Barbecue Bacon. Du hast halt wirklich so einen Röst-Zwiebelgeschmack. Der ist richtig stark. Du hast dieses Rauchige, das wird so Chipotle-Soße sein, wie du es vielleicht auch von Subway kennst. Du hast trotzdem die Gürkchen, du hast trotzdem den Käse, du hast das Fleisch. Du hast den Bacon, der eben gut sich kombiniert wie bei dem anderen, aber ohne diesen süßlichen Geschmack. Ich finde, das ist perfekt. Das ist der, also Royal Käse geht immer für zwischendurch. Aber wenn man mal ein bisschen Abweichung braucht, mal was Besonderes, dann gönne ich mir lieber den Smoky. Das ist aber nur meine Wertung. Pupsi wird ja dann auch mal probieren. Mal gucken, die wollte ja von Haus aus eigentlich den Smoky. Also den Smoky kann ich empfehlen. Der ist wirklich cool. Bei dem Barbecue Bacon stört mich eben dieser süßliche Geschmack. Ansonsten Käse und Smoky sind jetzt meine zwei Favoriten. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Hast du überhaupt in den Käse gebissen? Weiß nicht. Da ist überall alles, da war so viel, da konnte ich gar nicht definieren, was wie wo ist. Das aber super, also habt ihr die schon getestet, wollt ihr die testen? Welches ist euer Favorit? Schreibt zum Reigen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und jetzt darf ich meinen Royal Käse essen. So, dass wir da auch mal reingebissen haben. Ciao. Der ist echt lecker. Ja. Man freut sich schon auf den Barbecue Bacon. Aber du hast den anderen Geschmack wie ich. Kannst du mir ja schnell geben, dann kann ich da auch meine. Wenn du das möchtest, ich wollte dich jetzt hier nicht belästigen, wenn ich an der Straße rumstehe und Selbstgespräche führe und die Leute gucken, dass die sagen, guck, die ist genauso krank wie der, die macht da auch noch mit. Ich will festhalten. Warte, ich muss erst drauf. Ah, da müssen wir wieder cutten, toll. Muss ich hier verschnellern, hier muss ich Geschwindigkeit und so Zeug. Oh, der ist sogar noch besser, ist mein Lieblingsburger. Nee. Wie nee? Die Soße mag ich überhaupt nicht. Die Soße? Schmeckt die süß? Mhm. Ha! Ich bin doch nicht so verkalkt, weil ihr immer sagt, weil ich so viel scharf fresse, deswegen merke ich nichts mehr, aber sie mag die Soße nicht. Ich mag die Soße nicht, ist nicht ihrs, also
Wie viel Geld musste ich ihr zahlen, dass sie mir den Rücken stärkt? Aber ich muss sagen, auf dem Smoky finde ich den Bacon etwas störend. Weiß ich nicht, ohne wäre es vielleicht besser. Kann man bestimmt bei der Bestellung dort, tut man den Bacon einfach minus machen, dann ist der Bacon weg und dann hast du nur noch Röstzwiebeln. Du kannst also auch den kaufen, machst dir Röstzwiebeln drauf selber, hast du dasselbe. Nee, hast eine andere Soße. Aber egal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Was ist euer Favorit? Schreibt's doch jetzt endlich mal rein. Was soll ich denn noch erzählen? Ich beiß nochmal in den Cheese, in den Käse.